Was opferst du, um deine Ziele zu erreichen? Wenn du an Geld denkst, kannst du nicht daran denken, Frauen hinterherzujagen. Du kannst nicht daran denken, in eine Bar zu gehen. Du wirst die Angst haben, ich könnte ja was verpassen, weil deine Freunde dann was verpassen. Und ich war der Typ, der sagte, na gut, ich gehe heute nicht aus. Ich stelle ein paar Sachen auf eBay ein und baue mein Geschäft auf. Also hat man entweder Angst, etwas zu verpassen, oder man opfert Dinge im Leben. Man geht mit seiner Partnerin aus, man geht mit seinen Freunden aus, man geht mit seinen Jungs in die Bar. Man jagt Frauen hinterher. Ich erinnere mich daran, dass die Mehrheit meiner Kommilitonen, die Mehrheit meiner Kollegen das gemacht haben. Und was machst du? Gefallen dir meine Beiträge zur Selbstentwicklung, dann wird dir auch meine Mutmacher-Methode gefallen, die ich auf meiner Webseite vorstelle, damit du deine Leidenschaft für Selbstentwicklung zu einem richtigen Geschäft machen kannst. Ein Geschäft, mit dem du in den nächsten 90 Tagen 10.000 Euro im Monat verdienen kannst, wenn nicht sogar mehr. Klicke auf den Link in meiner Bio, um persönlich mit mir zu sprechen. Du wirst es genießen. Wir sehen uns. Don't be afraid of your freedom!